Es geht direkt weiter. Wenn ich nicht so. Ja, dann stemm's doch auf. Warte mal, von hier kam ich doch. Verschlossen? Zugangsbeschränkung. Du bist hier nicht erwünscht. Nein, tut mir leid. So leicht wirst du mich nicht los, Minerva. Minerva B. Gab's doch auch eine Raumsonde, die so hieß. Nee, das ist nur eine Beleuchtung. Okay, ich dachte schon. Vielleicht kann ich sie aufziehen. Wohin sie führt. Über mir weht ein Luftzug. Vielleicht ein Ausgang aus diesem Schacht. Ja, ich will trotzdem mal gucken, wo es hingeht. Einfach, weil ich es wissen will. Aha. Siehst du, es hat sich doch gelohnt. Kann ich irgendwas aufstemmen? Nee, ne? Scheint ein weiterer Teil der Anlage zu sein. Die Tür ist zu. Diese Türe war wohl geschlossen. Das machte mich doch ganz verdrossen. Ich dachte, ich hätte mich schon schön verschossen. Doch das Herz von ihr blieb für mich verschlossen. Und ich bin draußen. Ich muss einen Weg zurück in die Anlage finden. Ja, wie wäre es mit dem Weg, den du gekommen bist? Also, komm schon. Wenn ich Minerva zur Zusammenarbeit bewege, kann ich sie mit Gaia verschmelzen. Sie endlich zurückbringen. Dann käme alles in Ordnung. Die Plage, die Stürme. Vielleicht hilft sie mir herauszufinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Warum hatten sie einen Klon von Elizabeth? Und warum wollten sie ein Backup? Da oben sind die Rohre. Ja, ich will nach oben. Vielleicht führen sie zu einem Eingang. Aber wie komme ich ran? Ich würde sagen, durch Gleiten, wenn das überhaupt das Richtige gewesen ist. Aha, noch ein Schacht. Ich muss ja sagen, ich habe Far Cry 5 für die Höhlen und für alles eigentlich echt geliebt. Aber Far Cry 6 war halt wieder okay. So. Meh. Jetzt muss ich da irgendwie reinkommen. Ich. Ja, genau, da wollte ich vorher noch hin. Sieht wie eine Kuppel aus. Wofür das wohl ist? War wahrscheinlich ein Satellit. Zur Kommunikation oder zur Datenübertragung. Das wird mein Aufnahmestudio. Dann baue ich mich einfach komplett abgeschotten von der Welt einfach rein und nehme 500 Millionen tausend Tage nichts anderes auf, außer... Ja, das hinterfragen wir nicht. Wunderbar. Hast du den Gaia-Kern verloren? Minerva? Gib mir die Konsole. Bitte. Zutritt verweigert.
Das war früher mal anders. Erinnerst du dich nicht? An irgendwas? Du warst mal Teil von etwas Größerem. Etwas Gutem. Gaia. Genau. Sie kann wieder leben. Aber du musst ihr die Chance geben. Ohne dich geht kein Neustart. Bin ich dran? Du wirst wohl in ihr verschwinden. Ein Teil von ihr werden, wie du es warst. Das Elend endet dann. Danke, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Massenüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Minerva wieder her. Ja, Aerith, steck dein Ding da rein. Ja, den Spruch hab ich genossen. Ballistische Matrix initiieren. Ja. Höchste Stabilität. Na, immerhin. Also ist es Aloy, nicht Elizabeth. Es gibt viel zu besprechen, aber die Initialisierung meiner heuristischen Matrix wird noch einige Minuten dauern. In der Zwischenzeit schlage ich vor, du machst dich mit der Einrichtung vertraut. Das ist unsere beste Wahl als Operationsbasis. Und du kannst die Geräte jetzt schon verwenden, um deine Maschinenüberbrückung zu verbessern. Okay. Ja, das klingt gut. Benötigen deine Gefährten Zugriff? Sie werden bald hier sein. Gut, aber bitte überfordere sie nicht, okay? Sie sind nicht sehr erfahren mit Dingen wie... Nun ja, dir. So. Na, ihr beiden Knuddelhasen. Dieses Mal keine Fälschung? Nein. Dieses Mal ist sie echt. Val, so. Das ist Gaia. Hallo. Hi. Hi. Gaia, wacht gerade noch auf. Sehen wir uns mal um. Ich markiere die Position des Labors auf dem Fokus. Ich habe ein Netzwerk zwischen euren Fokussen eingerichtet. So könnt ihr aus der Ferne kommunizieren. Okay. Und was war das hier? Eine regionale Schaltstelle, von der auch Zero Dawn Nachkommen Terraforming-Prozesse im Gebiet überwacht hätten. Okay. Ja, wenn sie nicht alle killt worden wären. Was ist das hier? Das hier war als Versammlungsbereich für das Schaltstellenpersonal gedacht. Hier würden ganz schön viele Leute reinpassen. Oder vielleicht erstmal nur ein paar. Geht ihr beide voran. Ich will mich Das soll also ein bisschen umsehen. Ein Labor sein. Das war der eigentliche Zweck. Einige der Maschinendaten, die du aus der Werkstatt unten hast, scheinen beschädigt zu sein. Das Terminal in diesem Raum zeigt dir, wie man sie repariert und die Überbrückung abschließt. Ich schau's mir an.
Okay. Gut, ich konnte einige der beschädigten Daten reparieren. Aber für den Rest brauche ich wohl Daten von weiteren Maschinenteilen. Meine Initialisierung ist abgeschlossen. Du kannst weiter die Anlage erkunden, Aloy. Wenn du fertig bist, kehre in den Kontrollraum zurück. Wir haben viel zu besprechen. Super. So, erkunde die Basis. Hol ich mich mal um. Was gibt's denn da alles? Lass mich raten, das wird dann irgendwann hiervon gesteuert. Hinter der Tür liegt ein Weg, der nach Rheinklang führt. Ich kann also notfalls zurück nach Osten, wenn wir hier fertig sind. Korrekt. So, optional. Sieht wie ein Büro aus. Richtig. In der Anlage waren einige private Büros vorgesehen. Es muss schön sein, einen Raum ganz für sich zu haben. Gaia? Wieso ist die Tür nicht mit Energie versorgt? Meine aktuelle Betriebsstufe erlaubt mir nur, die Funktionalität von Teilen der Anlage wiederherzustellen. Mit der Zeit kann sich das ändern. Och, nee. Okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt mit ihr sprechen. Und die kann später weitere Teile aufmachen. War Küche oder Waschraum? Was ist das hier? Das sollten die Schlafquartiere für das Schaltstellenpersonal sein. Erinnert mich an das Bettenhaus für die Aspiranten am Vorabend der Erprobung. Ja. So in etwa. Bäder. Duschen. Nehmen wir an, hier konnte man duschen. Da hinten war das Scheißhaus. Dieser Ort war also die ganze Zeit hier. Erbaut für Leute, die nie kamen. Warum denn nicht? Weißt du noch, der Typ, von dem ich erzählt habe? Ted Farrow? Er hat es sabotiert. Das war alles nicht so geplant. Mhm. Gut. Was haben wir hier? Geht's abwärts. Die Tür ist verschlossen. Vielleicht bekommt Gaia die Tür später auf. Oh, hier unten war ich schon mal. Hier bin ich in die Anlage gekommen. Wozu ist das ganze Zeug? Diese Anlage wurde gebaut, um enorme Datenmengen des Terraforming-Systems zu verarbeiten. Hier sollte alles gespeichert werden. Na dann. Ja, ein Serverraum. Würde ich mir auch gönnen. Ja, vielleicht bei den aktuellen Energiepreisen vielleicht eher so ein Vermögensprojekt. Aber so mit riesigen Solaranlagen wäre das bestimmt schon möglich. Die sich dann immer so nach der Sonne ausrichten auf Bewegungsplattformen, die mit Sensor arbeiten. So eine riesen Schüssel einfach drauf mit ganz vielen Solarzellen, die sich dann immer... Die dann so eine Schüssel, so eine Satellitenschüsselform sich einfach ausrichten. Nach dem Stand der Sonne. Okay. Vielleicht wird es Zeit, mit Gaia zu sprechen. Dann mal nur zu. Hallo, Aloy. Hi. Du bist bereit? Ja. Die Initialisierung ist abgeschlossen. Die Tests haben gezeigt, dass meine heuristische Matrix stabil und einsatzbereit ist. Du hast sicher viele Fragen. Ja. Aber erst habe ich zwei große. Wir bekommen die Biosphäre nicht wieder hin, ohne dass wir dich ganz machen. Ich suchte im Hades-Labor nach deinen Unterfunktionen, konnte dabei aber nur Minerva finden. Zum Glück
ist die Sensorik dieser Einrichtung deutlich fortgeschrittener. Ich suche jetzt die anderen. Übertrage Suchmuster. Empfange. Von Apollo, Artemis und Eleuthia fehlt jede Spur. Sie sind verschwunden. Und die anderen? Äther, Demeter und Poseidon sind sichtbar. In Reichweite. Beschaffbar. Von dort aus plane ich die Weltherrschaft. Ebenfalls sichtbar. Der Pinky und der Brain. Der Pinky und der Brain. In ihrem Versuchslabor, da ist das geschehen. Der eine ist brillant, der andere geisteskrank. Der Pinky, der Pinky und der Brain, 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 Brain. Na. Ich mochte die beiden Labormäuse, okay? Was ihn außergewöhnlich widerstandsfähig macht. Aber wir brauchen ihn, oder? Korrekt. Seine Fähigkeiten sind essentiell. Ohne ihn kann ich die Ausrottung der Erde nur hinauszögern. Hephaestus ist die einzige Chance auf eine dauerhafte Lösung. Wir fangen mit ihm an? Das also ist entweder leider nicht möglich. Ein Versuch, Hephaestus zu beschaffen, ist erst möglich, nachdem meine Fähigkeiten erheblich verbessert worden sind. Zuerst die anderen Unterfunktionen, dann Hephaestus. Genau so ist es. Lass mich raten. Äther, Demeter und Poseidon. Wie komme ich an sie ran? Zur Wiederherstellung einer Unterfunktion musst du an ihre Position reisen und den physischen Prozessor finden, in dem sie steckt. Dann musst du genau wie bei Minerva die Master-Überbrückung nutzen, um die Unterfunktion auf ihren ursprünglichen Code zurückzusetzen. Und wie bekomme ich sie hierher? Die Unterfunktion muss auf ein Speichergerät geladen und anschließend in diese Einrichtung hier gebracht werden. Das Modul mit deinem Systemkern? Ja. Die Kapazität ist begrenzt. Es kann immer nur eine Unterfunktion zeitgleich gespeichert sein. Aber für alles andere... Gehen wir in den nächsten Elektromarkt und holen noch ein paar. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Vor einer Weile begegnete mir eine Gruppe Fremder, die mich töten wollten. Sie hatten Servitoren und einen... einen Klon von Elisabeth Sobek dabei. Ja, das hat ein Fokus aufgezeichnet. Weißt du, wer sie sind? Die Antwort darauf hängt mit dem Ausrottungssignal zusammen, das Hades weckte, woraufhin meine Vorgängerin sich selbst zerstörte. Das Ausrottungssignal? Okay, das klingt bedrohlich. Das Signal stammte nicht von der Erde, Aloy. Die Berechnungen sind hochkomplex. Aber anscheinend liegt die Quelle 81 Billionen Kilometer entfernt. Eine so große Entfernung, dass sogar das Licht 8,611 Jahre dafür braucht. Mars? Oh, komm schon. Wenigstens in Saturn. Okay, also... Was ist so weit weg und... Warum will es uns töten? Das Sternensystem Sirius. Sirius? Da wollte Phasineth sein Schiff. Die Odyssee. Ja, da wollte es hin. Es explodierte. Außer... Warum sollten sie das vortäuschen? Es sollte niemand wissen. Alle zukünftigen Menschen sollten glauben, dass sie nicht dort sind. Moment. Die Fremden, die mich im Hades-Labor töten wollten, die den Klon hatten, soll das heißen, die sind von
Sie sind Nachfahren von Farsineth? Ja, davon gehe ich aus. Interessant. Alter, ich werde mir das nicht alles gönnen. Aber ich will es wissen. Das Signal diente allein dazu, die Erde auszurotten, ja? Warum sollten Nachkommen von Farsineth das tun? Derzeit können wir nur mutmaßen. Die Erde stellte doch keine Gefahr dar. Dazu fehlte uns doch die Technologie. Wir wussten nicht mal von ihnen. Stimmt. Kann es sein, dass sie den Planeten für sich selbst wollen? Die Fremden, die ich traf, waren selbst hinter einem Gaia-Backup her. Wenn sie das geschafft hätten, wenn sie ihre eigene Gaia und ihre Macht verstärkt hätten, bis sie Hephaestus übernehmen könnte, und dann das ganze Terraforming-System. Dann könnte das System das erreichen, was das Ausrottungssignal nicht geschafft hat. Das Leben auslöschen und vielleicht eine ganz neue Biosphäre aufbauen. Nach ihren Vorgaben. Dann versuchen sie vielleicht dasselbe wie wir. Nur mit ganz anderem Ziel. Sie wollen auslöschen, nicht retten. Nicht gut. Tja. Du meintest, Sirius ist weit weg von der Erde. 81 Billionen Kilometer oder 8,611 Lichtjahre. Genau. Und wie wären die Nachkommen hierher gekommen? Auf einem Raumschiff wie der Odyssee, nur eben weitaus moderner. Die Odyssee hätte von der Erde bis zu Sirius fast 300 Jahre gebraucht. Das hier war wohl deutlich schneller. Wenn ihr Schiff Sirius zeitgleich mit der Übertragung des Ausrottungssignals verließ, dauerte es nur 29 Jahre bei 0,297-facher Lichtgeschwindigkeit. Wenn sie aber erst aufbrachen, nachdem sie vom Scheitern des Signals erfuhren, dann war die Reise noch schneller. Mit nur 13 Jahren 0,662-fache Lichtgeschwindigkeit. Gut, das reicht. Mir schwirrt schon der Kopf. Kann ich verstehen, aber ist okay. Die Nachkommen beim Hades-Erprobungslabor, sie hatten einen Klon von Elizabeth Sobek. Das passt auch zur These, dass sie hier sind, um Zero-Dawn-Technologien zu plündern, nicht wahr? Ja. Wie du aus eigener Erfahrung weißt, funktioniert ein Klon von Elizabeth Sobek wie eine Art Schlüssel zum Terraforming-System. Aber wie kommen die an einen Klon? Auf der Odyssee waren schätzungsweise 200.000 menschliche Zygoten, Millionen tierische Zygoten und Milliarden Pflanzensamen. Es ist vorstellbar, dass Elizabeth Sobeks Genmaterial kopiert wurde, mit ihrem Wissen oder ohne, und im Schiffslager mitgeführt wurde. Das ist gut, aber ich meine, dieser Klon, wie konnte sie dabei mitmachen? Elizabeths Traum zerstören. Das ist böse. Das ist schwer zu sagen. Vielleicht hilft sie der Gruppe ja, weil sie ihre Ziele teilt. Oder vielleicht ist sie eine Untertanin und hat keine Wahl, als ihnen zu gehorchen. Elizabeth Sobek als Untertanin? Ich glaube nicht. Vielleicht beschützt sie auch jemanden. Das Ausrottungssignal weckte nicht nur Hades, sondern auch das Bewusstsein der Unterfunktion. Warum? Das habe ich mich selbst gefragt. So wie ich das sehe, war Hades das einzige Ziel. Und das teilweise vorhandene Bewusstsein der anderen Unterfunktionen ein Nebenprodukt. Also konnte das Signal nur von jemandem stammen, der das System in- und auswendig kennt, richtig? Ja. Das Signal war außergewöhnlich präzise und höchst fortschrittlich. Wären seine Absichten nicht so böse, würde ich den Kopf oder die Köpfe dahinter bewundern. Wenn die Nachfahren also auf einem Raumschiff zur Erde kamen, dann ist ihre Technologie wohl in vielerlei Hinsicht sehr mächtig, nicht wahr? Ja, wie deine Begegnung mit ihnen im Labor eindrucksvoll bewiesen hat, setzen sie wohl sehr gern Roboter-Servitoren ein. Außerdem verfügen sie anscheinend über eine Art Energieschutzfeld, das sie vor Schaden beschützt.
Aber hallo, mein Gegner war schier unzerstörbar. Im Laufe der Geschichte wurde jede Verteidigungstechnologie irgendwann von einem offensiven Gegenstück bezwungen. Vielleicht kann man ihre Schilde irgendwie bezwingen. Ja, das hoffe ich. Sonst werde ich so schnell keine Gefechte gegen sie gewinnen. Woher weißt du, dass das Ausrottungssignal von Sirius kam? Der Schlüssel enthielt Daten deines Fokus, von Silence Befragung von Hades. Es war die Dauer des Signals selbst, 17,22 Jahre. Das ergibt keinen Sinn. Du meintest, das Signal brauchte 8,6 Jahre von Sirius hierher. Warum sollte das Signal weitergehen, nachdem es empfangen wurde und du dich hochgejagt hast? Weil der Absender nicht wusste, dass das passiert ist, bis er es von Hades erfuhr. Und das dauert nochmal 8,6 Jahre. Korrekt. Erst dann würde das Signal aufhören zu senden, nach insgesamt 17,22 Jahren. Also verriet mir die Hälfte der Dauer die zurückgelegte Strecke des Signals. Und so suchte ich einfach in meiner astronomischen Datenbank nach relevanten Orten. 8,6 nach Planeten in der habitablen Zone. Ganz einfach. Da Fall Zenith eigentlich dorthin wollte, war Sirius die einzig logische Quelle. Na dann. Du sagtest, du brauchst Hephaestus, um das Leben zu retten. Warum? Jede Unterfunktion hat ihren Wert. Aber Hephaestus ist bei weitem am wichtigsten. Nur wenn ich wieder mit ihm verschmelze, kann ich wieder neue Maschinen an Brutstätten entwerfen und in Masse für den Planeten produzieren. Nur mit ihm kann ich neue Maschinen programmieren und alten neue Aufgaben geben, um den Schaden an der Umwelt umzukehren. Die anderen Unterfunktionen könnten uns Zeit erkaufen, aber ohne Hephaestus kann ich das Massenaussterben nicht verhindern. Wenn Hephaestus wirklich so wichtig ist, gibt es dann keinen Weg, ihn zuerst zu holen? Das ist leider völlig unmöglich. Mist. In meinem aktuellen Status, verschmolzen mit Minerva, habe ich weniger als ein Fünftel, 18,8% meiner Regelprozessorkapazität. Müssen wir warten, bis die Regel Entschuldigung. Würden wir unter diesen Umständen eine Verschmelzung versuchen, würde Hephaestus eher mich absorbieren und nicht umgekehrt. Eine Verschmelzung ist erst möglich, wenn meine Prozessordichte seine eigene übersteigt. Na dann. Und wie viele Unterfunktionen werden wir dafür brauchen? Wenn ich Äther, Demeter und Poseidon habe, steigt meine Netzwerkkapazität auf 41,6%. Das ist mehr als Hephaestus hat. Mhm. Die drei Unterfunktionen, die du gefunden hast, was wissen wir über sie? Alle drei sind relevant für aktuelle Probleme der Biosphäre. Äther soll die Atmosphäre entgiften und die Wetterbedingungen moderieren. Poseidon kontrolliert die organische und chemische Zusammensetzung von Wasserquellen. Demeter sät, düngt und pflegt das Pflanzenleben. Wenn ich alle drei wieder habe, wird das meine heuristische Prozessordichte ganz enorm erhöhen. Aber Vorsicht! Ihre Reaktionen auf mein Suchmuster waren atypisch. Menschlich gesagt, sind sie verängstigt, allein und paranoid. Wie Minerva. Sie müssen wieder ganz werden. Ganz genau. Bedeutet, die haben keinen Bock drauf und werden uns das Leben erschweren. Gut. Die fehlenden Unterfunktionen. Was weißt du alles über sie? Artemis hat zahlreiche Tierarten in die Fauna reintegriert. Elupia war es, die eine neue Generation von Menschen geboren, genährt und akkulturiert hat. Apollos Aufgabe bestand darin, gewaltige Archive von Wissen und Kultur zu organisieren und zu verbreiten. Unglücklicherweise wurden sämtliche Apollo-Archive
am 2. Februar 2066 auf Befehl von Ted Farrow gelöscht. Farrow, hä? Huh? Ich hasse den Typen. Nachvollziehbar. Er war offenbar krankhaft narzisstisch, impulsiv und instabil. Die drei fehlenden Funktionen haben ihren Zweck bereits erfüllt. Oder dies wurde verhindert. Brauchst du sie denn noch? Wenn irgendwie möglich, ja. Ihre verbleibenden Elemente würden meine heuristische Prozessordichte erhöhen. Leider fehlt mir die Möglichkeit, sie zu finden. Sie sind einfach spurlos verschwunden. Du meintest, Hephaestus ist nicht nur an einem Ort. Korrekt. Anders als die anderen Unterfunktionen, die an physische Prozessoren gebunden sind, ist Hephaestus im gesamten weltweiten Netzwerk verteilt, das die Brutstätten verbindet. Wenn die Zeit dann also gekommen ist, ihn zu holen, wie stellen wir es an? Ich weiß es nicht. Während du die letzten Unterfunktionen beschaffst, werde ich versuchen, eine Lösung zu finden. Alles klar, alte Frau. Machen wir. Also, sobald Hephaestus mit dir verschmolzen ist, kannst du wieder eine Massenproduktion von Maschinen in Brutstätten weltweit durchführen? Ja. Und das Verhalten der Maschinen festlegen. Oder sie sogar direkt steuern. Könntest du eine Armee Maschinen bauen? Die Nachfahren von Farsinith eliminiert? Es liegt in meiner Natur, sämtliche nötigen Schritte zu unternehmen, die das Leben schützen, vor allem das Menschliche. Also ja, sobald ich die Fähigkeiten von Hephaestus habe, könnte ich eine solche Armee bauen und befehligen. Angesichts der Bedrohung durch Farsinith könnte das unsere einzige Option sein. Allerdings muss ich zugeben, dass ich eine solche Technologie nur ungern zum Töten einsetze, egal wie aggressiv der Feind sein mag. Das ist gut. Das heißt, du hast ein Gewissen. Wie es Elizabeth wollte. Genau. Gut. Ich will noch mal ein bisschen was über die Zähne zu wissen. Na, haben wenn wir die fast. Nachfahren also auf einem Raumschiff zur Erde kamen, dann ist ihre Technologie wohl in vielerlei Hinsicht sehr mächtig. Ich hätte das vielleicht zusammen machen sollen. Ja, wie deine Begegnung mit ihnen im Labor eindrucksvoll bewiesen hat, setzen sie wohl sehr gern Roboter. Außerdem verfügen Energieschutz. Aber also, ja. Hallo. Im Laufe der wurde jede zum Beispiel, wenn ich hilft, könnte kein. Es gibt also. Gibt es immer. Gut. Wie sieht es mit der Biosphäre aus? Funktioniert das Terraforming-System überhaupt? Eigentlich hat das Terraforming-System niemals aufgehört zu funktionieren. Allerdings gibt es seit der Zerstörung meiner Vorgängerin keine zentrale, übergeordnete Intelligenz, die die Roboterelemente überwacht und ihnen Aufgaben erteilt. Als Folge davon häufen sich die Fehler und jeden Tag kippt die Biosphäre etwas mehr in Richtung ihres Untergangs. In den letzten Monaten wurden Störungen in der Biosphäre offensichtlich. Aber diese Indikatorphänomene sind nur ein sehr kleiner Ausschnitt der beschleunigenden Kreisläufe der Umweltprobleme, die die Biosphäre der Erde zum Kollaps bringen. Und du kannst nichts tun, um das aufzuhalten. Wenn du mir Äther, Poseidon und Demeter zurückbringst, dann kann ich kleine Reparaturen an Teilen des Systems vornehmen. Das Wetter wird besser, das Wasser wird sauberer und wucherndes Wachstum gezähmt. Aber das alles kann den Kollaps nicht verhindern. Es verschafft uns nur Zeit. Nur mit Hephaestus kann ich neue Roboter entwerfen und herstellen, die den entstandenen Schaden dauerhaft umkehren können. Alle Mühen müssen auf dieses Ziel gerichtet sein. Na dann. Wie lange bleibt uns dann? Im Augenblick, ohne neue Faktoren, wird die Biosphäre in ungefähr 4 Monaten unweigerlich verloren sein. Autsch. Und wenn ich Äther, Demeter, Poseidon mit dir verschmelze? Wir würden nur ein paar Monate gewinnen. Nicht naja, viel. Jedes bisschen zählt. Also, werden wir schon hinkriegen. Let's go!
Ich sollte dann wohl mal langsam Unterfunktionen sammeln gehen. Was weißt du über ihre Positionen? Als meine Vorgängerin sich zerstörte, suchten die Unterfunktionen nach geeigneten physischen Prozessoren. Du suchst also jeweils nach einem leistungsstarken Computer, der sie enthält. Aether ist am nächsten und könnte somit am einfachsten zu beschaffen sein. Allerdings scheint es sich inmitten von Tenakt-Gebiet zu befinden. Mein Wissen über den Stamm ist begrenzt auf die Daten auf deinem Fokus, aber sie haben offenbar einen extremen Hang zur Gewalt. Das ist schön ausgedrückt. Was ist mit Poseidon und Demeter? Ich glaube, die sind komplett geisteskrank. Poseidon hat Zuflucht in der Wüste südlich von hier gesucht. Meine geografischen Daten weisen dort auf eine große Siedlung der alten Welt hin, die Las Vegas genannt wurde. Eine Ruine mitten in der Wüste, ja? Seltsamer Ort für eine Wasser-KI. Stimmt. Was Demeter angeht, sie befindet sich wohl an der Küste tief im Westen. Leider kann ich keine relevanten Daten zu dieser Region zur Verfügung stellen. Daher könnte das unser schwierigstes Ziel sein. Okay, also müssen drei Unterfunktionen beschafft werden. Aether irgendwo tief im Tenakt-Gebiet, Poseidon in der Wüste und Demeter an der Küste. Wo wirst du anfangen? Ich hole mir wohl Aether. Dann lege ich Aether auf deinem Fokus als Ziel fest. Super. Wenn du Erfolg hast, kann ich damit vielleicht die schlimmsten Stürme der Region bändigen. Aber ich brauche Hephaestus und seine Kontrolle. Ja, das hast du schon öfters gesagt, Oma. Das machen wir. Dauerhaft zu stabilisieren. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du dein Ziel jederzeit über dein Fokus-Interface ändern. Ich werde Super. Außerdem eine Zusammenfassung verfügbarer Daten über die Unterfunktionen an dich übertragen. Kann ich noch etwas für dich tun? Ich weiß, dass auf dich viel Arbeit wartet. Na, ich komme zurecht. Denke ich auch. Stimmt etwas nicht? Ich weiß nicht, also... Elisabeth hat die Messlatte hochgesetzt. Sie hatte den Plan, das Leben auf Erden zu retten, aber vieles ging schief und jetzt hängt eben alles von mir ab. Meinst du, ich schaffe das alles? Das System vereinen, Farsinith besiegen, ihrem Beispiel folgen? Klar, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen, Mädchen. In der Botschaft drückte meine Vorgängerin ihren festen Glauben an deinen Erfolg aus. Durch dich wird alles möglich. Du hast Hades beseitigt und meinen Systemkern neu gestartet. Du wirst erfolgreich sein. Danke, Gaia. Also ich sollte dann mal los. Die Ausgänge der Einrichtung sind nun offen. Einer davon führt nach Westen. Der andere führt den Berg hinab nach Rheinklang, falls du nach Osten zurück willst. Was? Daran muss ich mich noch gewöhnen. Bist du Aloy? Ja. Gaia hat nun die Ausgänge geöffnet. Wartest du mit Zoe an der Westtür? Sind gleich da. Na gut. Wow. Super. Okay. Gut. Okay. Ich muss Aether für Gaia zurückbringen. Baal und Zoe warten am Westausgang auf mich. Ich könnte auch erst nach Osten gehen. Nachsehen, wie es Rheinklang nach dem Angriff geht. Oder ich sehe mich hier noch etwas um. Ich guck mal, was hier alles so ist. Aber ich meine, hier war schon gering gewesen. Ich würde nämlich gern noch ein bisschen was erkunden. Los. Die Tür ist zu, bis Gaia den Zugang wiederherstellt. Den auch? Ich habe doch hier alles erkundet soweit. Also von daher wüsste ich nicht, was es hier noch zu sehen gibt. Otter. Das sollte ein Zugriffspunkt auf fortgeschrittene Trainingsmodule über Terraforming-Prozesse sein.
Leider wurden diese Module gelöscht, als die Apollo-Datenbank zerstört wurde. Wieder mal dank Ted Farrow. Scheint noch ein Büro zu sein. Büro, Büro, Büro. Aloy, du warst jetzt in allen zugänglichen Räumen der Anlage. Super. Sicher? Ja, ich glaube, es ist besser so. Nach dir, Aloy. Tja, wir wissen ungefähr, was zu tun ist. Dann wollen wir mal los. Ich muss weiter nach Westen. Ich sammle mehr von Gaias Komponenten, um sie zu stärken. Ihr beide könnt so lange hier bleiben. Gaia erzählt euch alles Neue. Ich will euch nicht loswerden. Das ist Training. Also, ich gehe wieder nach Osten und hol Erend. Bring ihn her. Schau, Verbündete, Freunde können helfen. Wir können jetzt hier wohnen. Und wie du sagtest, erklärt Gaia uns alles. Das wird schon. Das halte ich für keine schlechte Idee. Dann nimm die. Was ist das? Einer für jetzt, einer als Reserve. Wenn du schon dort bist, schau in Steinhall bei Milu vorbei. Sie soll Talana sagen, dass ich einen Weg über die Berge gefunden habe. Danke. Und du? Gehst du mit ihm? Nein. Nach den Geschehnissen in der Höhle bleibe ich lieber erstmal hier. Ich muss über vieles nachdenken. Wenn du wieder zurück bist, kann ich dir vielleicht etwas beibringen. Ich freue mich drauf. Aha. Kommst du zurück? Ich weiß noch nicht. Aber hoffentlich habe ich dann eine von Gaias Komponenten. Also entweder setzen wir Gaia komplett frei und das wird der letzte Teil, oder? Sogar in Reinklang hörten wir davon, dass die Tenax unter Stürmen, Maschinen und jetzt Regala leiden. Macht euch keine Sorgen. Ich komme klar. Gute Jagd, Aloy. Ja. Oder es wird in den nächsten Teilen der Fall sein, weil wir können ja die anderen Positionen nicht finden. Clanlande. Wie viele Fähigkeiten haben wir? 5. Wow. Gut. Okay. Nicht genügend Fertigkeitspunkte. Warum? Hab ich doch. Ist das eine passive Fähigkeit? Na gut. Irgendwo da draußen sind 3 von Gaias Unterfunktionen. Und wer weiß, was sonst noch. Gut, es ging noch. Der Schnee wohl nachher liegt? So, wollen wir mal gucken. Meer aus Sand. Poseidon. Okay, Demetra. Okay, verstehe. Nebenquest. Begib dich nach Flusslied. Hatte ich eigentlich vor. Die Frage ist nur, kann ich da irgendwo hinreisen? Ja, kann ich. Kann ich mir auch gleich noch was angucken. Ja, es waren viele Informationen. Ich würde den Part jetzt beenden. Ja, also dann Leute, macht's gut. Haut rein. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin für heute auch durch. Tschüss.